So, eine andere Box, die ich regelmäßig bekomme, ist die Brandnut-Box. Da gibt es einmal eine rote und einmal eine grüne. Hier haben wir die rote Box. Zu der grünen, die kommt immer Ende des Monats. Aber es dauert noch etwas, bis da das Video kommt. Das ist jetzt die neue Box von März. Auch da ist wieder ein Heftchen drin mit einer Beschreibung, welche Lebensmittel drin sind, was dies im Einzelnen im Handel dann kostet, seit wann das auf dem Markt ist und so weiter. Naturata Bio Fair Trade Schokolade Madagaskar, 55% dunkle Vollmilch, dunkle Edelvollmilch. Das kenne ich, das ist regelmäßig drin. Freche Freunde, Banane, Kirschriegel, die haben dann schon mal unterschiedliche Riegel. Pure Dinkelcracker, Tomate, Basilikum. Die habe ich schon mal in einer anderen Box gehabt. Die kenne ich also. Achau. Quitte Zitrone mit Guarana. Von Natur aus wach. Also ein Energy Drink. Barbecue Burger auf Grünkernbasis. Ja, würde ich mir nicht kaufen, aber wenn das so in den Boxen ist, esse ich das schon mal. Kann man mal machen. Eine Flasche Sekt, ein kleines Pikolöchen, Geldermann, Carte Blanche. Wo ich ja so viel Sekt trinke. Mal trinke ich nur Champagner. Birkensaft. Ja, ist auch so ein Food-Getränk. Würde ich mir normalerweise auch nicht kaufen. Dann haben wir hier ein Gewürz, Italiano, Pasta und Pizza-Gewürz. Ja. Naja. Ist nicht so meins, von der Marke her. Verschenke ich. Café Royal, Crema Honduras. Nicht so stark, wenig Säure. Sehr gut. Dann haben wir noch mal die Dinkelcracker. Saatenliebe, Leinsaat, Tomate, Kidneybohne als Brotaufstrich. Würde ich mir auch nicht kaufen, aber wenn das so drin ist, ab und zu ist das mal ganz lecker. Und Sahne-Meerrettich Mango. Naja, also Meerrettich esse ich sehr gerne. Als Meerrettich Mango. Sollte man probieren. Ja, das war's. Die Box hat gekostet, meine ich, 14,99. Allein durch das Kilo Kaffee deutlich mehr Wert bekommen, als das gekostet hat.